Hier sehen wir ihn bei der Arbeit. Ja, lieber Bläschen, mach auf. Eines der ganz seltenen, noch vorhandenen Originale im Wiener Fußball. Wir werden später ein bisschen mit ihm plaudern. Es handelt sich um Willi Bachmeier, den Herrn über Stutzen, Leibchen, Trainingswesten und so weiter. Willi, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? 17,5 Jahre. Und alles beim gleichen Verein? Ja. Verrat uns noch den Verein. FC Stadlau. Seit 17,5 Jahren im Dienste des gleichen Vereins, das schafft viele Spieler nicht. Und eigentlich bist du sozusagen ein Urgestein des Vereins. Mit H, bitte. Ja. Kannst du uns das H verklären, bitte? Ja, schau her. Also Willi, Ur im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Auch ein Hobby von dir? Ja, kann man schon sagen. Sammeln. Wie viele? Ich bin kein Jäger, ich bin ein Sammler, noch ungefähr, schätze mal, um die 100 herum. Gewaltig. Hast du auch von deinen Schützlingen in Stadlau schon Uhren bekommen? Auch, ja. Unter anderem auch von Herrn Heider, ja. Grüße aus dem Bärental. War schon länger her, aber ich habe die Uhr im Keller bei mir zu Hause. Gibt es da so Geschichten aus den 17,5 Jahren, die lustig, spannend, sonstiges sind? Ich glaube, da wird sich der Tag heute nicht ausgehen. Ich bin unter anderem auch Verwalter der Mannschaftskasse. Da zahlen sie ein, wenn sie eine Gurgel gekriegt haben oder eine rote Karten oder eine Schiedsrichterbeleidigung. Da gibt es einen Strafenkatalog. Und wir haben einen, den habe ich einmal aufgeschrieben. Und zwar so. Und habe dann eben hingeschrieben, das was er zum Zahlen hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Er heißt Haas. Und mir ist momentan nichts anderes eingefallen. Ich habe das hinzeichnet, aber er hat genau gewusst, da muss ich 2 Euro zahlen. Aufgrund dessen. Ja. Vielleicht Thema Leber. Wie geht's deiner Leber? Meine Leber? Wäre happy, prima, leibend, super elegant. Ich trinke noch da. Nein, Getränk bitte, ja. Gleich aber ein Produktplacement, wenn wir schauen, ob uns das vielleicht das ist wichtig. Die Firma vorhab. Also strikter Non-Alkoholiker. Genau, seit ich da bin. Ah ja, siehst du das genau. Anekdoten. Auf dem Fortunenhöfplatz bin ich hingekommen, vor Jahren, Stadtlager. Der Zeigwart, so ein kleiner Festerler, war total nüchtern und wie ich gegangen bin, hat er sich kaum bewegen können, so besoffen war der Kerl. Was hast du mit dem angestellt? Nichts, das hat er sich alles selber zum Zuschreiben gehabt. Gesoffen wie ein Loch, also wirklich, voll fett. Gibt's von den Trainern ein paar liebenswerte Geschichten zu berichten? Eigentlich nicht. Manche waren lieb, manche waren weniger lieb, aber mit denen muss man leben. Manchmal sind mir manche irgendwie auf die Nerven gegangen, andere wieder haben gesagt, okay, reden wir uns zusammen. Und es hat passt. Außerdem habe ich ja schon so eine dicke Elefantenhaut, dass mir eigentlich fast nichts mehr aus der Ruhe bringen kann, fast nichts mehr. Was könnte denn den Willi Bachmeier aus der Ruhe bringen? Ich glaube, das muss erst erfunden werden. Jetzt eine ganz andere Frage. Fußballzeugwart geworden und hattest du vor der Fußballzeugwart-Tätigkeit schon eine Fußballaffinität, sprich Erfahrungen mit Fußball? Ja, als 12-jähriger Bub war ich bei der FC Auto. Stopper hat es damals noch geheißen. Jetzt haben sie ein bisschen umgenannt. Und wie gesagt, Stopper war für mich ein bindender Begriff, weil ich bin alle gestoppt. Entweder so oder so. Bei mir ist keiner vorbeigekommen. Nicht einmal solche Leute, also kleine Schnölle. Aber Autos bist du treu geblieben? Autos, ja. FC Auto gibt es nicht mehr, aber den Autos bin ich treu geblieben.
Ohne den geht es leider nicht mehr. Das heißt, du hast dich beruflich mit Autos beschäftigt. Warst du also Rennfahrer? Nein, nicht ganz. Ich war Kfz-Mechaniker. Als Rennfahrer hätte einem Tempo nicht entsprochen. Nein, das ist mir zu gefährlich gewesen, ganz einfach. Ich habe es versucht mit einem Motorauto, bin ich leider zweimal auf die Schnauze gefallen. Und das war dann auch aus. Vier Rallen sind vier Rallen. Man könnte bösartigerweise sagen, fast kommt FC Stadlau auf den Hund. Und was hat das mit dem Willi zu tun? Der hat einen Hund. Einen Kampfhund. Der kämpft nämlich meistens mit seinem Gewicht. Ist gebürtiger Yorkie und hat sämtliche Normfreiheiten bei mir, wo gibt. Hast du denn eigentlich schon mal abgerichtetes Wachhund hier? Der bewacht sein Futternapf. Das andere interessiert ihn nicht. Geben die Kicker ihr Zeug eigentlich ordentlich zurück oder was tust du, wenn sie es nicht ordentlich zurückgeben? Wir haben zwei Einkaufswagen, ein Wagen mit der Schmutzwäsche und ein Wagen mit den Handtüchern. Zu 99% halte ich sie. Wenn aber einer sein Leiberl verkehrt auszieht, habe ich ein eigenes Körbchen, dort kommen sie unumgedreht hinein. Und jeder weiß, dort ist meine Wäsche, wenn ich es nicht in mein Kissel finde. Klingt eigentlich einfach, plausibel und wirkungsvoll. Ja, sie haben sich schon dran gewöhnt. Es gibt auch manche Leute, die steuern nicht auf einer Kistel hin, sondern auf das Sammelkistchen. Da weiß ich ganz genau, der hat schon wieder ein schlechtes Gewissen oder sowas ähnliches. Viele Spieler, ja. Eigentlich sehr viele. Gibt es da irgendwelche, an die du dich besonders gerne oder besonders lächelnd zurückerinnerst? Ja, es gibt einige, die was eigentlich 120% in Ordnung waren. Die, was ich mir eigentlich wieder zurück wünschen würde, nur hat er mit seiner Karriere abgeschlossen. War auch mannschaftsdienlich und wie der noch da war, hat alles funktioniert, auch innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, da weiß man als Stadlauer dann sehr wohl, wer gemeint sein wird. Hat sich selbstständig gemacht, hat es damals geheißen. Du wirst das wahrscheinlich schon in deinem Kopf hin und her schieben. Er war auch Kapitän. Kann man, glaube ich, vorausschicken. Ich also ein kleines Rätsel an die Stadt Lauer, die wir jetzt zuschauen, ob sie draufkommen, wer es ist. Aber gibt es jetzt dann auch andere Typen, so originelle Typen? Ja, der Negativtyp, der war, das Weiß war ihm zu weiß, der Akropolis war ihm zu alt und Rapid, die Farbe Rapid grün war ihm zu grün. Also ein Revoluzer in jeder Beziehung. Gott sei Dank bin ich raus. War es ein guter Fußballer? Das war sein großes Plus, er war ein begnadeter Kicker. Weil sonst hätte er wahrscheinlich irgendwo entsorgt.